Groß scheint die Insel nicht mal zu sein. Okay, Werkzeugschreiner ist fertig. Mühle ist fast fertig. Was haben wir sonst noch so im Bau? Gebäudeliste, der Brunnen und das Fischerzelt. Okay, Brunnen ist fertig. Gut. Dass hier mal wieder sein Maya-Kopf rumsteht, das macht nicht gerade Mut. Aber ja, die Tatsache, dass wir hier genug Nahrung haben, da kann ich ein bisschen mehr Zeit lassen mit der Bäckerei. Vor allem bis Piani mal auch Weizen geliefert hat. Gold und Eisen brauchen wir, wie gesagt, nicht in der Mission. Weil es eine reine Nahrungsmission ist. Also eine reine Sammelnahrungsmission. Ja, Fischerzelt ist fertig. Otkill, du wirst unser Fischer. Ja, ja. Und heiratest doch gleich mal jemanden. Und als Fischer kriegst du sogar ein eigenes Wohnzelt. Oder? Nö. Die stecken wir in ein Dreifamilienhaus. So. Strula, du wirst unser Lebenssammler. Und Hafgrim wird unser zweiter Farmer. Wobei Hafgrim wird in die Schule geschickt. So, dann arbeitet ihr mal schön. Ah, Hafgrim Farmer. Ja, unser Fischer ist bereit. Holz kommt rein. Wie gesagt, ein zweiter Holzfäller. Dafür, dass wir keinen Druiden brauchen. Was braucht eigentlich der hier? Nahrung und Schlaf nur. Das ist praktisch. So, du hast Farmer gelernt. Oh, und der erste Weizen ist reif. Da lassen wir Piani den noch abernten. Also ja, ein Holz mangelt es uns nicht. Zwei Familienhaus der Lebenssammler, drei Familienhaus der Werkzeugschreiner. Gut. Das heißt, wir können dann bald zwei Familienhäuser bauen. Müssen dafür aber ein bisschen Kahlschlag machen. Hier werden noch mehr Tierchen.
könnte ja aber schon mal einen Schuster bauen. Ja. Warum nicht? Bis mein Lebenssammler soweit ist. Ja, wenn Bjarni da die erste Fuhre, die nächste Fuhre eingelagert hat, wird der Müller. So. Wir haben Weizen, der geerntet werden kann. Haben wir jetzt eigentlich noch unverheiratete Frauen? Nein. Auch gut. Ah, stimmt, weil ich Otkel zum... Na gut, wenn Otkel leer gefischt hat, was er irgendwann wird, dann werde ich ihn zum Farmer machen. Oder zum Bäcker. Ah, das werde ich sehen. Oh, hier gibt es auf jeden Fall Essen für unsere Kundschafter. Ich will erstmal den Strand ablaufen von der Insel. Ja, jenseits der Strände bringt uns eh nichts. Ja gut, unser Jäger ist fleißig beim Jagen. Und wenn jenseits des Wassers was wäre, würden wir eh nicht hinkommen. Aber ja, hier muss das ganze Holz weichen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich zwischendurch mal Sven zum Kundschafter machen, dass er hier Bäume fällt. Oh, der hat Fischer und der hat Lebenssammler erfunden. Sehr gut. Das heißt, eine Töpferei. Willkommen auf Jamaika, Haargesichter. Fallende Nuss, Ältester der Pinacolade, möchte euch Hilfe anbieten. Wir seien gute Freunde der Fremden. Kommt in unser Lager und sucht schöne Sachen aus. Machen auch Spezialpreis, kommt schon. Fallende Nuss, Ältester der Pinacolade. Ja, wir haben einen Indianerstamm entdeckt. Die tauschen Holzwerkzeug gegen Nahrung. Holz gegen Wolle und Bier gegen Pilze. Ja, die unteren beiden, die brauchen wir nicht so wirklich. Und dass hier oben Strand zu sein scheint, bedeutet, dass die Insel auch nicht sonderlich groß ist. Was auch schon mal gut ist. So, ein Zweifamilienhaus. Passt hier hin. Der Baum muss weg. Du, mach mir mal Holzwerkzeuge. Das ist Hafgrim. Wo ist Sven gerade? Da ist Sven. Ja. Sven macht uns mal ein bisschen Kahlschlag. Steinmetzzelt könnte ich noch gebrauchen.
Auch hier oben, hier ist nah an den Steinen, die hier sind. Also ja, ist schon mal schön, ein Indianerstamm, der uns mal friedlich gesonnen ist, zu finden. Fallende Nuss von dem Pina Colada, ja. Bedeutet, in die Richtung ist die Insel nicht mehr sonderlich groß. Ja, und Sven ist müde. Gut. Kann ich noch hier irgendwo? Nö, kann ich gerade kein Zweifamilienhaus hinbauen. Ne, ich muss gut Freiraum machen. Du baust Holzwerkzeuge, damit du Werkzeugschreiner wirst, damit wir die anderen Gebäude freischalten können. Das ist gut. So, Sven ist erstmal was. Hier wird schön viel Leder eingelagert. Ach ja, ich kann schon mal dich und dich hier in dem Haus einquartieren. So. Du hack mal den Baum da weg. So, ist das jetzt alles, was wir am Platz haben für die Töpferei, oder haben wir ein bisschen mehr gemacht? Nein. Aber das ist nicht schlimm, das reicht. Hier ist nämlich noch mehr als genug Platz für Weizen. Aber hier unten musst du viel Holz wegmachen. Ach, du schläfst gerade da oben. Okay. Hast geschlafen. Dann deck erstmal das schwarze bisschen hier auf. Ja, hier wird Holz weggemacht. Gut. Eigentlich muss ich den ganzen Landstreifen hier frei machen, weil ich glaube, auf dem Strand kann ich nicht eh nicht bauen. So, das hast du aufgedeckt. Gut. Dann geht's jetzt da oben weiter. So, dann fällen wir hier weiter Bäume. Also die würden Holzwerkzeuge nehmen für Nahrung. Auch wenn wir das jetzt nicht so unbedingt brauchen. So, hier noch ein Zweifamilienhaus für die zwei Holzfäller. Und ja, so wie es aussieht, haben wir Jamaika bald erkundet. Oh, nochmal Beeren. Jo.